Geldautomaten kennt und nutzt im Alltag wohl jeder. Und jedem ist bewusst, dass die Betreiber der Automaten daran mitverdienen. Angenommen, Sie wären der Erste gewesen, der die Idee gehabt hätte, einen solchen Geldautomaten aufzustellen, dann wäre das wohl ein großartiges Geschäftsmodell gewesen. Auch dies ist ein Business, in dem keiner von uns noch einen Blumentopf gewinnen kann. Oder vielleicht doch? Neues Geld, neuer Markt, neue Geldautomaten. ATM-Maschine ist der englische Begriff für Geldautomaten. A für Automated, T für Teller, M für Maschine. Direkt übersetzt bedeutet das also automatisierte bankangestellter Maschine. Sie sind nichts anderes als Kryptogeldautomaten und sie schießen wie Pilze aus dem Boden. Wenn man ein exponentielles Wachstum beobachten kann, dann ist klar, dass hier ein neuer Markt mit reißendem Absatz entsteht. Gerade mal im Jahr 2014 ist der erste Kryptogeldautomat in den USA aufgestellt worden. Mit diesen Maschinen kann man Coins gegen Bargeld erwerben oder Coins in Bargeld zurücktauschen und sie werden immer häufiger genutzt. Ende 2015 waren es gerade mal 500 Automaten weltweit. 2018 hat sich diese Zahl versiebenfacht. Hier entsteht also ein weltweiter Markt und die Nachfrage ist ungebrochen. Wäre es nicht großartig, hier direkt am Anfang mitzuverdienen, Betreiber statt Konsument zu sein? Für die Kunden ist die Nutzung von Kryptogeld so viel einfacher. Hierbei ist der Automat selbst natürlich nur die technische Seite. Der Automat braucht Bargeld, um wechseln zu können. Dann hat der Automat Kontingente der zu wechselnden Coins vorrätig, die im Vorfeld gekauft werden. Entsprechendes Servicepersonal sind für die Wartung, Reinigung und Befüllung oder Entleerung der Automaten notwendig. Die Kosten für einen Automaten umfassen also wesentlich mehr als nur die reine Anschaffung der Maschine. Wie kann man davon profitieren? Hier gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. A. Sie erwerben einen Automaten und stellen ihn in ein Land auf, in dem dies möglich ist. Wenn Ihnen das zu aufwendig ist, suchen Sie sich ein Unternehmen, welches in ATM-Kryptoautomaten investiert und beteiligen sich auf diesem Weg. Ein Großteil der anfallenden Gebühren erhält natürlich der Aufsteller oder die Aufstellergemeinschaft nach Abzug der Service- oder Wartungskosten oder Stellplatzmiete. Leider ist es dem Endverbraucher in Deutschland und in einigen anderen Ländern nicht gestattet, sich daran zu beteiligen. Diese wundervolle Einnahmequelle ist meist nur Unternehmen vorbehalten.